Moin und willkommen zum 22. Spieltag von unserer eigenen Bundesliga hier auf meinem Kanal. Ganz kurz übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, dann lasst doch jetzt unten gerne ein Abo da. Ich würde mich mega freuen über euren Support. Mehr möchte ich aber jetzt auch gar nicht rumreden. In dem Video gibt es ja wie immer die zwei Top-Spiele, sage ich jetzt mal, des Spieltags. Und das ist einmal Leipzig gegen Frankfurt, wo wir Leipzig selber steuern. Und das andere wird natürlich Bayern gegen Union Berlin sein. Und da müsst ihr auch unbedingt dranbleiben, denn wir werden nicht Bayern, sondern Union Berlin selber steuern. Jetzt aber wirklich zu dem Spiel Leipzig gegen Frankfurt. Ich blende euch mal die Tabelle ein. Das Spiel Platz 3 gegen Platz 5. Es sind 5 Punkte Unterschied. Das heißt, Leipzig muss gewinnen, um da noch Chancen auf Platz 3 bzw. eigentlich auf Platz 4 zu haben. Aber ich bin der Meinung, dass das Leipzig auf jeden Fall schaffen kann. Wir schauen uns auf jeden Fall mal kurz die Aufstellungen an, also die Aufstellung von Leipzig bloß an. Die sieht so aus. Ich glaube, jetzt keine großen Überraschungen. Bis auf Henrichs vielleicht, dass der da im ZOM steht. Jetzt aber auch schon genug rumgeplaudert. Wir springen rein ins Game, wo sich eben die Frage stellt, kann Frankfurt seinen Champions League Platz sichern oder kommt Leipzig nochmal ran an Platz 4 bzw. Platz 3? Das und mehr erfahren wir jetzt gleich. Let's go. Viel Spaß euch beim Game. Frankfurt über Kolomoani. Kolomoani macht es gut. Kolomoani auf Buta. Kann geblockt werden. Der erste. Und den zweiten macht dann Kolomoani. Was ein Start für die Frankfurter. Das ging jetzt echt schnell. Gucken wir nochmal drauf. Hier Kolomoani. Orban eigentlich dran. Buta Schuss geblockt von Raum. Und dann macht es Kolomoani echt stark. Per Direktabnahme. Damit 1:0 für Frankfurt. Kolomoani schon wieder Frankfurt. Lindström. Lindström, Blasnitsch kann stark halten. Anschließende Ecke für Frankfurt, da kommt wer ran. Kamada, Blasnitsch erneut stark. Lindström in der Mitte ist Kolomoani. 2:0 für Frankfurt. Leipzig kommt noch überhaupt nicht wirklich an Ball, geschweige denn zu Chancen. Hier stehen hinten verdammt schlecht, Gardiol macht es schlecht und dann ist niemand bei Kolomoani. Damit 2:0 jetzt schon für Frankfurt, das sieht nicht gut aus für Leipzig. Kolomoani, klasse auf Lindström. Wird es jetzt richtig bitter für Leipzig? Nein, Blasic ist da. Butter auf Lindström, der probiert's mal. Was ein Schuss von Lindström. Silva auf Paulsen. Paulsen jetzt mal vielleicht mit der ersten Chance für RB. Legt ihn zurück auf Silva. Und da ist der Anschlusstreffer, das wichtige 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Gucken wir nochmal aufs Tor hier, Paulsen. Macht es gut, zieht ihn zurück auf Silva und der mit dem starken Abschluss, damit nur noch 1:2. Oh, Tuta, Riesenfehler, Paulsen, Paulsen, Paulsen und der schnelle 2:2. Wow, was eine Partie, noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt, schon 2:0 Rückstand aufgeholt. Ja, Leipzig ist nicht wirklich besser geworden, aber einfach zweimal nach vorne gekommen, beziehungsweise Frankfurt hat sich jetzt beim zweiten Tor ganz klar eingeladen. Hier tut er, Paulsen macht es aber auch gut. Legt ihn sich auf seinen stärkeren Rechten und schiebt ein zum 2:2. Natürlich wieder ein starker Schuss. So, auf Lindström. Lindström geht gut vorbei. Götze! Blasnitsch stark. Lindström in der Mitte. Wer wieder? Kolomoani. Der kriegt ihn auch. Kolomoani. Blasnitsch ist da. Paulsen auf Raum. Raum macht es gut. Raum mit der Chance, das Spiel zu drehen. Kevin Trapp verhindert es. Und das war's mit Halbzeit 1. Natürlich schauen wir sofort auf die Statistiken. Und die sehen so aus, wenn man sieht, Frankfurt klar dominant. Ja, Leipzig 4 Schüsse aufs Tor, Frankfurt 11. Dann erwartete Tore, Leipzig gerade mal 1,1. Frankfurt sogar mehr, wie sie in Wirklichkeit haben. Und man hat es ja auch gesehen, das zweite Tor zum Beispiel war wirklich einfach nur ein Fehler von Frankfurt. Und das erste war gut rausgespielt. Aber wirklich viele Aktionen hatte Leipzig nicht nach vorn. Schauen wir rein in Halbzeit 2, ob sich das ändert oder ob Frankfurt so dominant bleibt. Oh, Fehler von Frankfurt, schon wieder in der Hintermannschaft. Paulsen auf Silva, Silva und der macht es 3:2 für Leipzig, aber die werden wieder eingeladen. Leipzig dreht also das Spiel, hier hat man den Fehler perfekt gesehen, ich glaube von Tuta. Und dann Silva bleibt cool vor Kevin Trapp, damit jetzt 3:2 für RB, die wie gesagt das Spiel komplett drehen. Raum in der Mitte ist Silva, der leitet weiter auf Paulsen. Paulsen jetzt mit der großen Chance aufs 4:2 und die nutzt er. Seit dem 3:2 ist eigentlich nichts passiert, weder von Frankfurt noch von Leipzig. Aber man sieht, Leipzig einfach brutal effizient. Die nutzen ihre nächste Chance, machen das 4:2 und es ist jetzt schon bitter für Frankfurt. Du führst 2:0 und liegst jetzt nach guten 60, 70 Minuten mit 4:2 hinten. Paulsen auf Silva. Da ist Tuta zu weit weg. Silva mit der Chance aufs 5:2. Und die macht er. Und wie. Sehr schönes Tor.
von André Silva. Ist das sein Hattrick? Ich glaube, das ist sein drittes Tor, sein Dreierpack. Starke Leistung von ihm. Ja, 5:2 und jetzt wird es einfach nur noch sehr bitter für Frankfurt. Auf das Tor gucken wir sogar nochmal kurz. Ja, Blažević geht da sehr aggressiv raus, aber kein Vorwurf. Silva, schöner Lupfer zum 5:2. Paulsen auf Silva. Silva macht er jetzt seine nächste Bude. André Silva, nein, Trapp ist da. Kunku. Und jetzt kommt auch noch ein Traumtor dazu. Kunku, also nach Verletzungspause jetzt schon wieder 2-3 Wochen zurück, aber hier jetzt auch mit seinem Tor-Comeback und mit was für einem verdammt klasse Tor. Paulsen auf den Kunku. Und der aus, ja, das sind glaube ich gute 25 Meter oder 20 Meter. Wirklich sehr schöner Abschluss. Ja gut, brauchst du den noch dreimal drehen. Ja, sehr schönes Tor von Nkunku. Kolomoani auf Lindström, kommt Frankfurt nochmal. Lindström macht nochmal das 6:3, aber das dürfte nur noch Schönheitskosmetik sein, mehr auch nicht. Werner auf Silva, macht er jetzt seine vierte Bude? Silva, nein, Trapp verhindert es. Schlager auf den Kunku, der probiert es, Trapp nochmal stark. Und das war's, das Spiel ist vorbei, Leipzig gewinnt es also mit 6:3, ähnelt ein bisschen an das Champions-League-Spiel in echt von Liverpool gegen Real. Die Statistik, denke ich, bestätigt es, ja. Gut, also es ist viel zu hoch, wenn man sich die erwarteten Tore anguckt, wären unentschieden fast noch okay gegangen. Man sieht ja, Frankfurt immer noch mehr Schüsse, aber die haben auch bloß 2 mehr wie in Halbzeit 1, sprich Halbzeit 2 hat Leipzig ganz klar dominiert. Trotzdem das 6:3 natürlich viel zu hoch, aber Leipzig war einfach brutal effizient. So viel aber jetzt zu dem Spiel auf die Tabelle. Gucken wir gleich nochmal, aber jetzt erstmal rein ins Spiel Bayern gegen Union, ins absolute Topspiel an dem Spieltag in meinen Augen. Und da sind wir auch schon, wie gesagt, jetzt im Spiel Bayern gegen Union. Ich blende euch nochmal die Tabelle ein. Durch den Sieg von Leipzig, die kamen jetzt überhaupt keinen Platz voran, also die sind weiterhin auf Platz 5, aber sind mit 39 Punkten jetzt echt nah dran an Union, Frankfurt und Freiburg. Die Bayern natürlich noch mit 7 Punkten Vorsprung vor Freiburg. Sollten sie jetzt hier gewinnen, wären es sogar 10 Punkte. Sollten sie allerdings verlieren und Freiburg gewinnen, wären es nur noch 4. Und Union könnte natürlich Frankfurt und Freiburg mit einem Sieg überholen und würden zumindest kurzzeitig auf Platz 2 springen. Wir schauen kurz die Aufstellung an bei Union. Ja, sage ich nicht viel zu, denn wir springen jetzt auch schon rein ins Game. Ich bin richtig gespannt, ob sie Bayern schaffen. Ja, der Meisterschaft schon sehr, sehr nahe zu kommen oder ob Union Platz 2 übernimmt. Was passiert, erfahren wir jetzt gleich. Viel Spaß euch auch bei dem Spiel. Let's go. Choupo-Moting legt gut ab auf Musiala. Jamal Musiala ist doch mal in die Mitte. Baumgartl ist da. Sané in der Mitte ist Choupo-Moting, der auf Musiala, Renault stark. Union vielleicht mal. Union Becker gegen Upamecano. Becker macht es sehr gut gegen Upamecano und die Licht aber. Ja, einfache Beute für Sommer. Union über Trimmel, Jordan. Jordan, da ist Becker. Becker geht an Upamecano vorbei. Aluminium. Anschließend Ecke bringt Joshua Kimmich. Da kommt Gnabry an Goretzka. Geblockt von Knoche. Sané, Knoche kommt zu spät. Der hatte schon gelb. Ganz klare gelb-rote Karte. Da braucht man gar nichts dagegen sagen. Hier gegen Robin Knoche. Bitter für Union jetzt. Kontermöglichkeit für Union. Jordan auf Haberer. Bayern sehr offen. Haberer legt den nochmal quer. Da kommt Davis dazwischen. Was macht Union? Und das war's mit Halbzeit 1. Natürlich als erstes geht der Blick auf die Statistiken. Die sieht so aus. Und ja, Bayern hätte es vielleicht im Gesamtergebnis bisschen mehr verdient gehabt. Aber in meinen Augen geht es 0-0. Beziehungsweise wären 1-1 mehr verdient gewesen. Bayern 1-2, gute Chancen, aber die Riesenchance eigentlich gerade eben Union Berlin, wo ja Davis klasse noch dazwischen war. Schauen wir rein in Halbzeit 2, ob noch Tore fallen oder ob es hier wirklich vielleicht bei dem 0-0 bleiben sollte. Goretzka auf Choupo-Moting, Renault ist stark da. Gnabry klasse durchgelassen von Choupo-Moting, Sané. Und da ist es 1-0 für die Münchner in der 56. Minute. Und es geht in meinen Augen in Ordnung. Ich habe es ja noch gar nicht dazu gesagt, denn echt ist es ja noch viel mehr das Spitzenspiel, weil der Erste gegen Zweiter spielt und Bayern und Union ja punktgleich sind. Schauen wir jetzt aber nochmal aufs Tor. Hier Gnabry, genau, dann lässt Choupo-Moting gut durch auf Goretzka und Goretzka auf Sané, damit 1-0 für die Münchner. Kedira, Haberer mal wieder ein Abschluss von Union, der aber sehr schlecht. Becker auf Jordan, Union jetzt mit der Riesenchance, das 1-1 zu machen, sie machen's. Stark gespielt, Union ist also wieder drin, obwohl sie ein Mann weniger sind. Ja,
ich möchte jetzt nicht sagen, es hat sich angedeutet, Union auf jeden Fall wieder mit ein bisschen mehr Ballbesitz und auch vor allem der kleinen Abschlusschance stark gespielt. Bayern ein bisschen ungeordnet, keine Chance für Jan Sommer, damit 1:1. Bayern macht es jetzt gut. Choupo-Moting auf Musiala. Renault hält stark. Roussillon auf Becker. Der vor Bayern die Licht. Becker im Rückraum. Wer jemand? Da ist Leveling. Union geht hier wirklich in Führung. Die drehen das Spiel mit einem Mann weniger. Und das wären verdammt wichtige Punkte für die Unioner. Damit jetzt 2:1 bzw. 1:2 aus Sicht der Münchner. Gnabry, klasse auf den eingewechselten Sadio Mané, der umkurvt Renault und macht es 2:2. Klasse Tor hier von Sadio Mané für Union. Ganz bitter, weil sie davor eigentlich klar den Ball hatten, ihn dumm verloren haben. Aber Mané, der übrigens in echt, glaube ich, noch nicht sein Comeback feiern wird an dem Wochenende, macht es 2:2. Gucken wir nochmal drauf. Gnabry, ja, sehen sie natürlich schlecht. Und Mané schließt da nicht einfach dumm ab, sondern umkurvt Renault ganz klug damit 2:2. Oh, Fehler von Union. Kriegen die jetzt nochmal eins? Nein, Renault ist da. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Natürlich als erstes der Blick auf die Statistiken. Und die sieht so aus. Und ja, für die Münchner, eher sogar für die Münchner unglücklich, obwohl sie jetzt den glücklichen Ausgleichstreffer noch erzielt haben. Man sieht's. Aber in meinen Augen geht erwartete Tore 2,6 versus 1,9. Da geht das Unentschieden hier auf jeden Fall in Ordnung. Für die Tabelle heißt es jetzt Folgendes. Ich blende sie euch mal wieder ein. Union kommt ja nicht wirklich von einer Stelle, wird punktgleich mit dem Dritten, mit Frankfurt. Kann jetzt auch von niemandem überholt werden an dem Spieltag noch. Und die Münchner haben jetzt halt 8 Punkte Vorsprung. Das heißt, was Platz 1 angeht, scheint es bis jetzt noch nicht spannend zu werden. Aber Champions League Plätze sind natürlich verdammt spannend. Man sieht es, das ist alles sehr eng beieinander. So viel aber jetzt zu dem Spiel bzw. von dem Video auch. Lasst doch jetzt rechts oben gern ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Unter anderem dann natürlich morgen die restlichen 7 Spiele von dem Spieltag. Und links oben verlinke ich euch mal die Playlist von der Mr. Ninox Champions League. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein, ist eine echt nice Playlist. Das war's aber jetzt mit dem Video. Macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.